Mensch, was war jetzt gleich noch für ein Termin? Irgendwas war doch. Ah, Mensch, wir haben ja gleich noch eine Aufzeichnung, darf ich nicht vergessen. Jetzt aber schnell noch einen Kaffee und dann gleich die Konferenz hinterher. Puh. Ja, das ist manchmal gar nicht so einfach, Job und Familie zu kombinieren. Dann auch noch das Studium. Aber das ist bei allem Stress trotzdem toll und bringt Spaß. Ich habe hier ein tolles Team bei der Arbeit. Ich habe nette Kommilitonen im Studium und dadurch, dass das eben online läuft und ich meine Zeit frei einteilen kann, klappt das ja schon seit 5 Semestern einigermaßen gut und erfolgreich. Und ich würde sagen, das hätte ich mit einem Präsenzstudium niemals so geschafft. Ja, bis 20 Uhr habe ich Sendung, dann husche ich immer ganz schnell hoch in die Kantine, weil ab 20 Uhr die Chats mit den Profs häufig beginnen. Heute Datenbanken und da wir nächste Woche schon die Klausur schreiben, muss ich da jetzt unbedingt rein. Ja, das muss ich sehen, dass ich das noch alles lerne und draufkriege, aber ich bin mir ziemlich sicher, bis nächste Woche schaffen wir das. Na, wie war? Boah. Ja, boah. Bis zur letzten Minute haben wir geschrieben, aber wir sind, glaube ich, ganz gut vorbereitet gewesen. Ja? Ja, also bestanden haben Ja, wir bestanden haben wir auf jeden Fall, ja. Einen Hintergrund vom Programmieren zu bekommen, also selber auch mal programmiert zu haben, um so die Fallstricke festzustellen, also was denn alles passieren kann, wenn man programmiert oder vielleicht auch zu verstehen, wenn ein Programmierer mit seiner zeitlichen Angabe nicht unbedingt oder die nicht unbedingt einhalten kann. Ich hatte gerade ein sehr interessantes Fach mit Patterns and Framework heißt es. Und dort habe ich ein Framework kennengelernt, das nennt sich Angular 2, das ist gerade brand new. Und ach, eigentlich auch schon wieder überholt, bei Frameworks ist das eben so. Ja, lass dir mal geben. Hallo, süße Maus. Na, alles klar? Aber ich habe halt so Schnittstellen. Ich habe jetzt letztens in einem Projekt gearbeitet und konnte da ein bisschen reingucken in die Arbeit von den Kollegen und habe das dann halt besser verstanden, weil ich gesehen habe, ah, das ist eine Datenbank, alles klar. Mama? Jetzt nicht, ich lerne. Manchmal geht man schon am Zahnfleisch, aber ich glaube, mit ein bisschen Disziplin kommt man da schon gut zurecht. Man muss sich einen Tagesplan machen oder Wochenplan oder Monatsplan, der halt ausgerichtet ist auf dem Präsenzplan. Es bringt einem alles nichts, wenn man am Anfang irgendwie 4, 5 Module belegt und dann während des Semesters irgendwie die Hälfte wieder knicken muss, weil man es nicht Ja, zeitlich klar. unterkriegt. Wir haben also 24/7 Support über WhatsApp-Gruppe oder so, wenn man echt nur sitzt und keine Ahnung mehr hat und total schwimmt, dann fragt man irgendwen und irgendjemand antwortet sofort und du denkst, oh ja, stimmt, danke, oh super, ich komme weiter, das ist total klasse. Und am Ende, so vor der Klausur, treffen wir uns halt hier. Wir buchen uns immer in eine Villa ein, hier in Lübeck, und treffen uns und lernen gemeinsam und das gibt nochmal richtig Speed. Es hat sich auch so eine Freundschaft gebildet. Wir rufen auch einfach mal so an. Wie geht's dir? Und ich glaube auch, dass wir nach dem Studium, wenn wir Anna unseren Bachelor haben, dass wir uns auch so treffen werden. Ich glaube, das wird bestehen. Und das ist auch noch ein sehr schöner Nebeneffekt, die Freundschaft.